So, liebe Leute, ich begrüße euch zu unserer ersten und hoffentlich nicht einzigen Soulink Nuzlocke. Und wir fangen da an, wo alles anfing. Nur ein bisschen schöner, nicht bei Rot und Blau, sondern bei Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Ich begrüße den in grün angeleuchteten Timmy bei mir. Guten Morgen. Und ihr seht schon, die Spiele laufen schon. Wir sind sehr gut vorbereitet. Ihr kennt mich, wenn wir eine Nuzlocke machen. Ne? Das Notizbuch ist schon am Start für die Namen und für die Pokémon. Und Folgenlänge wird um die 20 Minuten sein. Wahrscheinlich werden wir genauso 20 Minuten machen. Und ja, ich würde mal sagen, ich tue jetzt mal meinen Timer starten. Für 20 Minuten. Und dann legen wir los. Wundert euch nicht, dass ihr noch nichts hört. Ich hoffe, der Sound passt so. Ansonsten passen wir das dann in den sechsten, siebten Folgen irgendwann an, wenn wir es merken. So, 19 Minuten laufen. So, von denen kriegt ihr nämlich nichts mit, aber wir schon. Und deswegen Stunde mache ich Start. das, ich fange jetzt gerade an, deswegen mache ich jetzt auch für euch die Musik an. Und ja, wir starten und gehen rein in die Olga. Ich habe extra aufgepasst, dass ich meine Facecam sehe, damit ich nicht wieder diese Dinger habe. Oh, deine Facecam ist stehen geblieben für drei Folgen. Und ich kann euch sagen, es sind alle Akkus geladen, also wir haben mehr als genug Zeit. Außerdem muss ich euch begrüßen mit einem kräftigen. Wartet. So, sportfrei, legen wir los. So, lieber Timmy, ich hoffe, du hast Bock. Ja, Ich habe richtig du Bock. hast richtig Bock. Das ist dein erstes Projekt, was du so machst, ne? Ja, also sehen wir von dem Projekt das erste Projekt, was ich abschließen Oh, werde. okay. Wir sind gespannt. So. So, Professor Eich. Oh, er hat bei meinem Sonnenflora. Boah, Bei Digga. mir hat er Nidoran. Also, wir haben alles gerandomized. Es gibt keine Typrouten. Es ist alles komplett random. Rivalen. Der Rivale trägt sein Pokémon bis zum Schluss mit durch. Das haben wir gemacht. Stadt-Pokémon sind gerandomized. Und aber so, dass wir eine dreistufige Entwicklung haben. So, ich bin ein Junge. Ich bin schon bei der Rivaleneingabe. Echt? Boah, bist du schnell. Wie im Bett. Das sage ich dir. Ich bin halt nicht so ausdauernd wie du. Ist so. Darum So. darfst du auch immer das größere Löffelchen sein, wenn wir kuscheln. Dies ist mein Enkel. Bin ich dein Rivale wenigstens, ja, ne? Ja, Okay, natürlich. du bist auch mein Rivale. Ihr wisst, wie es läuft, wenn ein Pokémon stirbt. Also Nassau-Kriege brauche ich euch nicht mehr zu erklären. Wenn ein Pokémon stirbt, ist es weg. Jedes Pokémon braucht einen Spitznamen. Nur ein Pokémon pro Route. Wenn man das Pokémon Oh. schon hat, dann kann man neu rollen. Ich habe gerade irgendwie Struggle mit meinen Haaren. Echt? Ja, du wirst das ja sehen. So, also ich bin jetzt sitz vor meiner Konsole. Kann mir nicht passieren, siehst du? Ja, ich sitze auch vor meiner Konsole. Ja, sollen wir sagen, go? Ja, dann ich bin schon draußen, ne? Ich bin schon bei Mama. Du bist so schnell, ne? Ja. Aber nicht so schnell wie ich. Nee. Dann gehe ich jetzt ins Gebüsch. So. Nein, ich darf nicht rausgehen. Ich bin so gespannt auf die Start-Pokémon. Ich bin so gespannt auf die scheiß Ja, auch. Start-Pokémon. Was würde ich dir wünschen? Rocco, erster Arenaleiter. Er hat Dann eher mal andere drei Pokémon. Entwickler. Ist scheißegal. Stimmt. Scheiße. Oh, und Beamon will nicht länger warten. Also. Ja, Pokémon-Training, So. Papa. Dann geh erstmal von Ast und sag mir, Ja. was drin ist. Ja, einen Moment. Ich gebe dir eins ab. Wähle. Ja, du halt Opa, und was ist mit mir? Ja, Digga. Du sollst auch noch eins bekommen. So, erste ist ein Bisasam. Ich hab einen Quapsel. Okay. Jetzt nicht, dass ich das verkackt habe und ich. Shiggy? Okay. Glumanda. Scheiße. Warte mal. Habe ich nicht die richtige ROM reingeladen? Doch. Du hast die extra so benannt, wie wir heißen. Dann habe ich die falsche ROM reingeladen. Fuck, Alter. Okay, cool.
Erster Fail. den lassen wir doch eigentlich drin. Natürlich, ne? Dass wir den Fail drin. So, dann lad mal die richtige ROM rein. Bitte drück nicht auf Abbrechen oder auf Aufnahmen beenden und du lest die richtige ROM rein. Und ich unterhalte jetzt erstmal Leute. Also Leute, ihr habt jetzt gerade gesehen, was ich für Start-Pokémon hätte. Welches würdet ihr wählen? Ich weiß schon, welches ich nehme, weil ich auf diesen Dude richtig hardcore Bock habe. Was hast du denn noch? Du hast mir ja nichts gesagt. Warte mal. Ah, ja, ich hab. Ja, ich bin in einen Ordner zu wenig reingegangen. So, dann klack, klack, klack. So. Oh, jetzt muss ich das alles nochmal neu durch. Deswegen hat Timmy den erfahrenen Nasslocker an der Seite. Einen erfahrenen Holding-Spieler wie mich. Damit sowas bei ihm nicht passiert. Aber es ist trotzdem passiert. Und wir haben es ja zu bei Zeiten gemerkt. Aber wir lassen es trotzdem drin, weil wir es können. Außerdem kann man so die Folge noch ein bisschen strecken. Und ja, es ist halt viel, viel einfacher jetzt dann zu sagen, Timmy passiert der erste Fail schon im ersten Part oder so. Titel werden folgen. Ich kann ja auch einfach sagen, jetzt mal ganz im Ernst, vielleicht war das auch abgesprochen. Nein. Nein. Das war definitiv nicht abgesprochen. So. Wie geht's euch, liebe Leute, die ihr gerade zuguckt? Übrigens, der nächste Part ist dann bei Timmy und dann wieder bei mir. Also wir machen heute pro Woche 6 Parts. Montag, Mittwoch, Freitag bei mir. Dienstag, Donnerstag, Samstag bei Timmy. Und eine große Playlist auf beiden Kanälen, wo dann wieder alle Parts drin sind. Also ganz normal Nuzlocke halt, ne? Items in Kämpfen einmal. Items dürfen nicht gekauft werden, sondern bloß gefunden werden. Und ja, wiederbelebt werden. Hast du eigentlich vorher durchgelesen, wo wir die VMs und sowas finden? Nö. Ich auch nicht. Sehr gut. Wiederbelebt werden darf nur, wenn man Shiny findet. Also das Shiny-Pokémon plus ein Revive-Token. Und ja. Ansonsten war das eigentlich. Sollten wir irgendwann eine Grinding-Folge einlegen müssen, dann wird ja natürlich gespeedet. Also wahrscheinlich dann so eine Stunde Grinden aufnehmen, speeden. Damit niemand sagt, die haben beschissen, die sind bestimmt gestorben zwischendrin. Ehrlich. So. Geh nicht raus. So, ich bin gleich auch wieder am Start. Komm und folge mir. Ah, die Nuzlocke beginnt ja so gesehen erst dann, wenn wir unsere Pokebälle haben. Wenn man Pokebälle hat, genau. Ja. Ja, Bimon will nicht länger warten. So. Ja, so. Du bist alt, das wissen wir. Bimon kann nicht warten. So, jetzt stehe ich mich vor den ersten Ball. Und? Es ist? Ein Azurill. Azurill? Also wird es zu Azumarill. Mein erstes Pokémon ist Quapsel. Das hattest du eben gesagt. So. Na, mal gucken, was haben wir noch? Was ist dein zweites? Kleinstein. Loturzel. Oh. Und dein drittes? Knuffenser. Kleinstein? Nee, Loturzel, Knuffenser und Azurill. Also zwei Wasser-Pokémon und Pflanze-Pokémon. Ja. Also ich entscheide mich eiskalt für Quapsel. Ich werde mich für Loturzel entscheiden. Okay, dann schreibe ich mal auf. Quapsel und du Loturzel. Wie soll er denn heißen? Ach, man kann ja gar nicht so lange nach. Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Ja, Loturzel, also Kapaloris ist ja ein bisschen hyperaktiv, ne? So von den Dance-Moves her. Ich glaube, ich nenne es Cora. Nennst du es Cora? Ja, das passt. Dadurch, dass ich ein weibliches Quapsel habe. Ich hab's übrigens auch weiblich. Werde ich meins. Makomo nennen. Bimon hat Azurill genommen. Okay. Oh, Mann, und ein Pi. Das wird ein Pixie haben irgendwann. Ekelhaft. Ich bin gespannt. Ja, also schreibt mir in die Kommentare, ob jemand jetzt schon weiß, nach welchem Naming ich meine Pokémon benenne. Ich bin gespannt, ob es jemand schon rauskriegt. Gehen wir in den Kampf? Ja. Let's go.
Klärchen. Also ich meine, vom Typing her, Azure, wenn es hinterher ein Merre und ein Azumare wird, da bin ich ja eigentlich mit Loturza eigentlich ganz gut aufgestellt. Wie hast du deinen Sitz genannt? Cora. Achso, Cora, stimmt. Schon wieder vergessen. Du wirst alt. Ja, ist so. Oder du bist alt. Halt der Maul. So. Ich werde nächster 35 und sitze hier und spiele Pokémon-Spieler. Läuft. Tja, ich bin noch unter Erstauner und Heuler. Ich kann Blubber. Nein, ich kann das Teil nicht besiegen. Das hat doch einen Normaltyp. Ich kann das nur anheulen. Ja, dann musst du warten, bis du tot bist. Dann musst du warten, bis er dich besiegt. Oh, ne. Ja, warum? Das geht Alter, schon so gut oder? Los. Oh, und er setzt Scham ein, bitte. Ich werde wahrscheinlich aber auch sterben, weil Pfund macht einfach mehr als Blubber. Bitte habt noch eine Attacke und nicht nur Charm, ne? Platscher, Platscher und Charm, Alter. Das wird direkt 40 Minuten, zwei Folgen, nur der scheiß Startbattle, ey. Okay, ich habe meinen ersten Kampf verloren. P war too strong. Ja, Digga, der kann nur Platscher und Charm und ich kann mit Erstauner nicht draufhauen. Er hat keine Wirkung auf Azure. Da hast du den Vorteil, dass du einen Pokémon suchen kannst auf der ersten Route, was du mit Erstauner schwächen kannst. Also du kannst auf jeden Fall schon mal kein Normal-Pokémon fangen als erstes. Ja, Digga, aber ich hänge jetzt hier bestimmt noch eine halbe Stunde drin, bis der Verzweifler Spiel. Mal kommt, ja, Alter. Spiel. Du kannst halt A gedrückt halten, umso schneller geht's. R gedrückt? Nee. Ach. So, Optionen. Texttempo 3. So, Rahmen. Schönes Blau. Einmal ein Wasser-Pokémon. So. Okay, wir haben also ein Quapsel. Und Timmy hat einen Lutuzza. Das wird also die Nuzlocke der Wasser-Pokémon. Ich bin sehr gespannt. Hätte ich das gewusst, hätte ich Knofenser genommen. Nein. Ja, Timmy, also ich chill jetzt erstmal ein bisschen, ne? Unterhalte erstmal ein bisschen die Leute. Ja, ich gönne mir jetzt ein Wässerchen. Wenn wir abends aufnehmen, kann ich mir ein Bierchen gönnen. Ich habe kein Bier hier. Keine Alkoholiker. Da machst du irgendwas falsch. Ich habe Whisky da. Ja. So. Ich habe kein Alkohol hier, ich habe Whisky da. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ist so. Ja, Timmy, ne? Dann kannst du bloß hoffen, dass es jetzt ein bisschen schneller geht. Aber warte mal, aber ich komme zuerst in den Verzweifler rein. Ja, das ist doch perfekt. Dann sollte das doch bei dir nichts. Also relativ schnell gehen. Dann drück einfach durch, bis du nichts mehr hast. Ja, ja, ich bin jetzt, glaube ich, bei paar 20 Heulern, 28 Heulern, 27 noch und 14 Erstauner. Geht also noch ein paar Runden. Boah, jetzt kriege ich die scheiß Flasche Wasser nicht auf. Wie geht's euch, lieber Livestream-Chat? Wie geht's euch, liebe YouTube-Community? Also. Ist halt schon lustig, ne, dass das halt beim ersten Mal passiert. Die Nuzlocke steht unter einem schlechten Omen. Erstmal verkacke ich die richtige Datei auszuwählen und dann kriege ich direkt so eine Scheiße hier an die. Und nach 20 Folgen sagt er mir so, oh, ich habe keinen Bock mehr. Nein, das wird nicht passieren. Wir werden übrigens so lange spielen, bis wir die Rematches der Arenator haben. Vor Rot bei Grün gab es Arenator, der Top 4. Ich guck mal kurz nach. Okay, Wiki. Es gab ja Rematches nach den Seavey Islands, Siegfried. Und bis dahin werden wir spielen. Also werden die Seavey Islands machen, ne? Also Postgame. Plus die Top 4 neue Herausforderungen. Genau, denn Runde 2 hatte Siegfried zum Beispiel Level 70er Dragoran. Das ist gerandomized. Ja, aber halt, dass wir halt bis zu den Rematches spielen, sozusagen. Also, dass wir wirklich da jetzt ein paar Parts raushämmern. Und ich glaube, die Arena-Leiter hatten in Feuerrot-Blatt-Grün auch nochmal Rematches, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Boah, das ist so lange her, das weiß ich gar nicht mehr. Aber nehmen wir doch mal jetzt eine interessante Frage auf. Und zwar, du hast Generation 5 gespielt, oder? Ja. Ich nicht, das weißt du ja. Ja. Lohnt es sich Schwarz und dann Schwarz 2 oder halt erst den ersten Part und den zweiten Part? Weil Part 2 ja, musst du, ja, weil das spielt ja die Story weiter. Ah, okay. Also ja, ich kann ja auf jeden Fall schon mal sagen, dass der Schwarz 2 besser gefallen wird als Teil 1, weil Teil 1 war echt ein bisschen, er war gut, gerade was das Storytelling anging, haben wir das echt gut hingekriegt, aber dieser Sachverhalt, dass du nur die neuen Pokémon fangen konntest, hat ein bisschen abgefuckt. Wird uns bei der Nuzlocke gar nicht passieren, weil wir das randomisieren, also wir können alles fangen, aber das war ein bisschen nervig. Aber ich fand auch das ganze Setting von Schwarz-Weiß 2 viel, viel cooler. Und die haben vor Schwarz-Weiß 2 so einen übelst geilen 5-Minuten-Trailer gemacht im Anime-Style. Und hat einfach so Bock gemacht auf dieses Spiel. Und deswegen ist das einfach das bessere Spiel geworden. Ja, ich schau mal. Oder ich gehe dann hinterher in die Blind-Nuzlocke Soul Link rein. Das wäre eigentlich auch ganz witzig. Wäre auf jeden Fall witzig. Also spiel erst mal die neuen Spiele. Gar nichts von beiden. Genau, spiel erst mal die neuen Spiele. Und Unite und dann hier und dann kann sie das Spiel um Schwarz-Weiß kümmern. So, und sonst so, Timmy? Wie geht's Frau und Kind? Ja, wunderbar. Gut. Kind in der Kita, Frau arbeiten, sehr was gut. Willst du mehr? Sehr gut. Also, Arena-Rematches gibt's in Feuerrot und Blattgrün nicht. Also, wo ist die Top 4 nochmal klatschen dann zum Schluss? Ja, also ich bin gleich bei den Erstaunern angelangt. Sehr gut. Digga, ey. Übrigens, die Nuzlocke, ne, gilt als beendet, ne, wenn wir die Top 4 das erste Mal geschafft haben. Also wenn wir zum ersten Mal Champ geworden sind, sind wir durch. Das, was wir danach machen, ist einfach bloß just for fun, weil es Bock macht, so zu spielen. Und ich will wissen, was auf den CW Islands kommt für Pokémon. Aber natürlich spielen wir trotzdem auch noch Nuzlocke-Regeln, ne, also das muss schon sein. Ja, ich bin begeistert. Also ich bin, wie gesagt, das ist ja, ja gut, Nuzlocke habe ich ja schon mal angefangen, aber ich glaube, ich hatte es noch nie so einen beschissenen Anfang wie jetzt. Ich hatte damals in Schwarz-Weiß 1, habe ich mit Albi die Naruto-Lock gemacht und das war eine Type-Lock, also du konntest halt bloß Pokémon von einem bestimmten Typ fangen und auf der dritten Route bog dann ein C-Krom um die Kurve. Und das war too much. Letzter Heuler. Ja. Oh, muss mal gucken. Zack, Erstauner. Dass die Musik des Emulators nicht zu leise ist. Ich glaube, der hat keine Platscher mehr. Jetzt setzt der Charme ein. Okay, gut. Aber der hat auch, müsste auch 40 AP sein, Charme. Oder 35. Da bekomme ich mit meinen Erstaunern super durch. Ich hoffe nur, dass der Verzweifler mehr Schaden dem Gegner macht als mir. Ja, selbst wenn du das Match verlierst, ne, ist ja scheißegal eigentlich. Nuzlocke beginnt direkt, zack, Nuzlocke fertig. Ich hab damals mein erstes Match auch verloren, voll Rot-Blatt-Grün, weil ich hatte einen Schmerbe und mein Gegner hatte Bisaflor. Okay. War also nicht so cool. Ja. Kann Azure nicht einfach den Wassertyp gehabt haben, dass das oder hätte es nicht einfach den Wassertyp haben können, dass. Nein, hat's aber nicht. Hat es einfach nicht. So, Region Kanto. Nee, eigentlich nicht. Ich wollte da jetzt nicht hin. Ich wollte gucken. Mamoria City, hier. Mamoria City. Noch 5 Erstauner, noch 5 Runden. Noch 5 Runden. Und wir haben gleich schon die erste Folge durch. Ja. 28 Sekunden noch, dann ist der Timer schon mal vorbei. Ja. Ist schon ziemlich lustig hier mit Timmy. Kann man nicht anders sagen. Und ich, also,
Ja, was willst du sagen? Was möchtest du mir sagen? Ich glaube, die Folge ist von Erfolg gekrönt. Die Leute werden sich 20 Minuten Azure Korra angucken. 20 Minuten Azure Korra. Azure und Korra. Also, ich kann schon mal so sagen, normalerweise kommst du in der ersten Folge safe raus aus Alabastia und kannst das Paket zurückbringen, ne? So. Normalerweise. Mit dir schaffen wir das eher nicht so. So, der letzte Erstauner. Also, jetzt wäre dein Cut super. Mit dir schaffen wir das nicht so. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut ungefähr und springen dann rein, wenn Timmy die letzten zwei, drei Dings hat oder sein Verzweifler losgeht. Ich habe schon jetzt gekappt. Ich muss jetzt nur noch auf Kampf drücken, dann kommt direkt der erste Verzweifler. Bam! Ja, dann go for it. Bis zum nächsten Mal. Hauen sie rein und in Folge 2 kommt der Verzweifler. Ciao. So, liebe Leute, willkommen zu Folge 2, diesmal auf Timmys Kanal. Ich mache einfach mal die Anmoderation. Wupp, wupp. Timmy, leg los mit den Verzweiflern. Und ja. Wir haben in der ersten Folge sind wir nicht so weit gekommen. Verzweifler! Aufgrund von... Und es macht kaum Schaden, Scheiße. Aufgrund von... Wie soll ich das sagen? Problemen? Probleme. Ich habe ein ganz dickes Problem, ey. Ja, eine Hose, ja. Hast du wieder Kacki gemacht? Nein, ich hab wieder vorne Blutstau. Ach so. Dann weißt du, wie groß das Problem ist. Ah. Ja, Timmy setzt jetzt verzweifelt ein, dass wir endlich mal aus Alabastia rauskommen. Und ich chill halt immer noch hier on the street. Ich muss noch um Stunden handeln. Und warte einfach, bis Timmy fertig ist. Ich chill jetzt hier in den Blumen. Ich mag Blumen. Blumen sind toll. Und ja, also wie geht's euch? Was macht ihr Schönes? Schreibt es in die Kommentare. Wie letzte Folge schon. Dienstags, Donnerstags und Samstags kommen die Folgen bei Timmy auf dem Kanal, montags und freitags bei mir auf dem Kanal. Und eine große Playlist gibt es natürlich in diesem Sonderslog. Ansonsten alle Regeln, Infos im ersten Video. Und wenn dann Timmy fertig ist, können wir dann auch langsam aufbrechen nach Vetana City. Können schon mal ein paar EP sammeln. Denn noch können wir ja nicht verlieren. Noch können wir unseren Nasslog nicht verlieren. Timmy spielt übrigens mit Lotutzel, Nickname ist Korra. Und ich spiele mit Quapsel, Nickname ist Makomo. Und das sind unsere ersten Pokémon, seht ihr ja schon, ne? Also, Zuge hat auch Verzweifler, das heißt, er schlägt sich jetzt auch noch selber. Geil! Also, es scheint langsam zu werden, dass wir hier loslegen können. Ja, noch eine Runde. Dann ist es. Ist vorbei hier. Ist einfach so gefühlt voll die Ränder, Naslok, ne? Schön, schön gemächlich. Nicht so schnell, mein Kind, nicht so schnell. Das ist eigentlich mein Lebensmotto, nicht so schnell, aber okay. Da ist tot, ist tot. Hätte es gedacht, also. Oder kriege ich nur 34 EP, das ist doch eine Verarsche. Ich hätte gedacht, deine Digga, Frau sagt das immer zu dir, nicht so schnell, nicht so schnell. Und du dann immer so, oh, schade, zu spät. Ja, das kommt vor. So. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Ja, bitte nicht. Lotutzel soll einfach mal eine neue Attacke lernen, was nicht vom Typ Geist ist. So, ich bin jetzt auf dem Weg hoch. Ah, jetzt ist Mami da. Mami! Bist du schon Route 1? Ja, ich bin jetzt Route 1. Okay, dann let's go. Mal gucken. Ja, noch können wir ja nichts verlieren. Das heißt, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt, oh, das erste Pokémon auf Route 1. Mal gucken. Ein Formeo. Also das kannst ist du nicht fangen. Mir. Kann ich nicht fangen. Also, das heißt, wenn du eine Pokéball hättest, könntest du es nicht fangen. Ja. Oh, bei mir ist es Relikant. Alter. Aber Relikant ist nicht cool. Und noch ein Wasser-Pokémon? Ah, I don't know. Fleckmon! Na, hätte ich doch besser Knuffenser genommen. Oh, ich gehe jetzt aber straight durch. Das Paket holen. Ich nehme jetzt erstmal die Relikant-EP mit, ey. Was? Dann hätte ich die Fleckmon-EP auch mitnehmen können. Mach doch. Nee. Boah, 84 Erfahrungspunkte für Relikant. Bitte, was?
bin schon Level 6,5. Leck mich doch. So, du musst ja eh dein Paket erstmal noch holen, dann kann ich mal gucken, was es sonst so noch gibt auf der Route für mich, eventuell als Encounter gleich. Also bei dem wird es wahrscheinlich Fleckmon werden, wenn es sich nichts anderes gibt. Mal gucken. Noch ein Formeo. Ja gut, Formeo und Fleckmon wahrscheinlich. Ja. Also Fleckmon. Hey! Flucht unmöglich, bitte nicht. Du hast noch keine Pokébälle, alles gut. Oh ja. Nice, der rasiert mich. Ah, ich hasse mein Leben, ne? Ey, Digga, das wäre jetzt so. Das wäre jetzt so behindert. Ja, ich bin tot. Das wäre jetzt so, ich laufe gleich in Formeo rein, kann nicht flüchten und dann ist die Nuzlocke direkt für mich vorbei. Da würde ich dir raten, vielleicht ein bisschen bei Fleckmons zu trainieren, bevor du das Paket abgibst und Pokébälle hast. Ja. Das wäre sinnvoll. Werde ich nämlich jetzt auch machen, denn ich habe als Option Relikant oder Sejong. Also wenn wir safe ein zweites Wasser-Pokémon. Tränker, Stolze, achte auf dich. Oh nein, jetzt habe ich natürlich noch das zweite Mal die Mutter angesprochen. So, aber diesmal labert die nicht so viel. Das ist schön. So, dann rein in Fleckmons. Wo ist noch Relikant? Könnte vielleicht sogar was nützen. Relikant wäre eine Oh mein Gott, Porygon 2! Und ich kann es auch nicht fangen! Ey, das ist doch eine Verarsche! Also, du könntest es fangen, du kannst so Bälle draufschmeißen. Also, das wäre eine Option. Ja. Flucht unmöglich! Fick doch mein Leben! Flucht unmöglich! Ich will nicht mehr! Worauf habe ich mich hier eingelassen? Wir gucken mal für Timmy nach, wann dort so was Sinnvolles lernt für ihn. Dritte Generation. Du bist entkommen, ja. Level 7. Digga, du brauchst den Bus mit Level 7 pushen. Ja. Da kommt das direkt das nächste Porygon 2. Alter, aber Porygon 2 wäre ein geiler Encounter. Ja, aber es gibt keinen Evoliten, der vergisst das nicht. Ja. Ich weiß, was du hinaus willst, aber... perfekt. Makomolan Hypnose. Und ich habe Wassertempo als Fähigkeit. Das ist eigentlich... Digga, ich krieg kein Fleckmon. Ich laufe nur in Formeos und Porygon 2 rein. Flucht unmöglich. Mann, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich fang gleich an zu weinen. Du kannst auch, wenn du möchtest, bei Vatana City links rausgehen. Da hast du auch nochmal einen Counter. Aber renn nicht nach oben. Renn einfach bloß ins erste Grasfeld. Oben kommt der Rivale. Denk dran. Ja, ich weiß. Vielleicht hast du da mehr Glück, dass du irgendwas töten kannst. So, zack, wieder in Ohnmacht gefallen. Digga. Ja. Boah, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß, ey. Was ist das denn bitte für ein zäher Start, Alter? So. Ja, halt dein Maul. Ich will weiter. Ja, ich weiß, dass ich mir Tränke kaufen muss und Supertränke. Ich bin ja nicht blöd. Ich hab nur Pech. Also ich werde jetzt mit Makomor Level 9. Ja, ich bin immer noch Level 5. Geil. Oh, und ja, lass mich raten, Formeo. Nee, Porygon 2, wer hätte das erwartet? Digga, dann geh doch hoch. Ja, ich muss auch erstmal durchs Gras kommen. Hey, wo bist du denn gerade? Wo bist du jetzt angelaufen? Latina City links raus. Digga, ich bin gestorben, da war ich bei meiner Mama. Achso, du startest unten. Wer nimmt doch nur als erstes Pokémon, also? Da wusste ich, dass er schon scheiß erstaunt hat, dass ich nur normal Pokémon auf der Route habe. Nein! konnte ich ja. Oh, ja, ich bin durchgekommen. Ich bin in Vertania City. Und wenn jetzt wieder nur Normal-Pokémon kommen, Alter, Rage Quit, Rage Quit. Wie gesagt, einfach ganz normal
links bloß das Grasfeld rein, nicht mehr. Oh, ich habe noch die Option auf den Pummeluff. Boah, Pummeluff hätte ich gar, 22 gar keinen Bock. Gucken, so, dann schauen wir mal. Was kann ich denn hier? Ein Lunastein. Dann wäre das schon mal perfekt für dein Team. Mhm. Da könntest du Lunastein holen und mit Lunastein dann das Polygon fangen. Ja, wenn ich Level 7 bin, dann kann ich das Porygon ja auch. Ja, stimmt, dann geht das auch bei dir. Easy. Und Lunastein müsste eigentlich auch gute EP geben. Aber denk dran, ne, wie die Aufteilung der Typen ist. Ne? Hier gibt es nicht speziell und physisch, das ist nach Typen sortiert. Mhm. Also vergiss das nicht bei deiner Attackenauswahl. Mhm, dann muss ich mir dazu gleich mal ein schönes Google Chrome Fenster aufmachen. Oh, 85 EP, ja, das schmeckt. Ich farm jetzt Lunasteins ab. Oh, Level 7 schon direkt. Oh, geil. Er lernt Absorber, ja. Perfekt. Oh. Dann mach, bis du dein Viech auf Level 9 hast und dann. Ein Sonflora. Boah, du hast so Crap zum Anfang, ne? Irgendwie hätte ich jetzt gerade Bock auf Relikant, ne? Ohne Scheiß, no joking, ich hätte gerade richtig Bock auf Relikant im Team. Weil Relikant würde mir safe mehr bringen mit Gesang und härtner Relikant wäre das schon nice. So. Ja, gut. Also ich bin schon beim Professor und gebe das Paket ab, ne? Du bist da ein bisschen langsamer. Ja, danke, danke. Oh, ja. Bist ja nicht der Schnellste heute. Er sagt zu mir, so, ich bin 8. alt, ne? Der Rentner, der kommt hier nicht aus dem Knick. So, zack. Mogelbaum. Also für dich heißt es dann nur wahrscheinlich Gestein-Pokémon. Normal und Gestein-Pokémon. Du musst safe dann aufpassen, dass du nichts Kampfmäßiges über den Weg läufst. Oder Fleckmon. Vielleicht hast du Glück und fängst einen Fleckmon. Ja. Mal gucken. Ich lass mich überraschen. Ach, halt. Ein Hoch auf dem Absorber. Dann gehe ich jetzt runter. Ob ich jetzt Level 9 bin oder nicht, ist jetzt egal. Ich kann. Oh, 96 EP von dem Mogelbaum. Dann bin ich kurz vor Level 9. Ja. Soll ich auf die Schwarten mit dem Pokémon fangen? Also mit dem ersten Pokémon fangen? Ah, ja, wie gesagt, ich laufe jetzt runter. Oh ja, mir. Oh ja. Oh ja. So. So, hier hast du dein scheiß Paket, ey. Oh, perfekt. Mein Makomo hat Feuchtigkeit, das heißt, Explosion kann mich nicht bumsen. Du bist immer feucht, ja. Immer. Vor allen Dingen so, stell mir das richtig vor, wie du da hingehst so und das Paket da hinschmeißt. Das ist ein scheiß Paket. ja, Alter. Hey, ich habe ein Pokédex und das vor Ablauf der Folge 2. Humor habe ich. Mhm. Kompetenz. Oh, ja. Daran arbeiten wir noch. Halt dein Maul. ja, Digga, laber nicht so viel. Ich werde endlich was fangen.
Bist du ready? Stehst du vor der ersten Route? Nein, noch nicht. Du laberst zu viel. Und ich hole mir noch eben die Karte. Wann gab es denn Turbo-Treter? Gab es schon Turbo-Treter zum Anfang? Nee, ich glaube nicht. Boah, ist ja belastend, ey. Ich will Turbo-Treter. Ich auch. Können wir? Bist du ready? Ja, ich laufe jetzt hoch. Du kannst schon mal reinlaufen. Okay, ich gehe schon mal rein. Wir sind drin, Leute, wir sind drin. Im Gras und unser erstes Pokémon ist... Mein... Geil. Was ist dein erstes Pokémon? Ein Gehweier. Ja, meins ist ein Sengo. Oh, scheiße, Alter. Aber Sengo kann schon geil sein, ne? Ja, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Also. Außerdem, was ich echt sagen muss, ne, jetzt mal so aus meiner Erfahrung zu sprechen, durch diese ganzen Nuzlocks freunde ich mich mit Pokémon an, die ich früher nie gespielt hätte und richtig scheiße fand. Also, du musst irgendwie mit den Leuten klarkommen. So, ich setze einmal den Heuler ein. Aber der setzt Silberblick ein. Oh, shit. Beutel. Okay. Oh, Digga. Oh, ich habe nur noch 4 KP. Habe ich einen Trank? Du hast einen Trank. Oh, scheiße, das ist tot. Ich habe meinen ersten Encounter gekillt. Ja, egal. Digga. Nicht na egal. Ach, stimmt. Ja, da konnte ich nichts für, aber der Absorber, das wirst du selber sehen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der so Schaden. Dann. Oh. Timmy, es ist eine Soul Link. Da ist es nicht egal, wenn was bei dir stirbt, als bei meiner genauso stirbt. Denk dran, vergiss das nicht. Hoppala. Oh. Das geht echt gut los, ne? So, Route 1, nichts. Cool, jetzt kann ich Gehweier freilassen. Ich hab's sogar gefangen. Guck mal, und jetzt wäre ein Weberack gekommen. Alter, was? Wenn ihr irgendwann, wenn ich Timmy besuche, nichts mehr danach von ihm hört, ne? Dann hat das seine Gründe. Habe ich wahrscheinlich gesteinigt oder so. Oh, machst du nicht. Ja, da können wir jetzt Dings rausgehen bei Vatania City und bei der Route den Encounter holen. Da du ja unseren ersten versaut hast. Voll dumm und so. Ja. Aber ich bin Level 9. Schön, Timmy. Das ist was schön. PC von... Ja, dann, ach nee, dass ja jemand das PC beschreiben muss. Jemand das PC. Pokémon bewegen. Ach komm, Gehweier. Absetzen. Entlassen. Haust rein, Geher. Wäre schön mit dir gewesen, dich mal zu spielen. Aber Timmy meinte so, nö, ist nicht so schlimm. Ist auch nicht schlimm. Okay, dann holen wir uns jetzt mal ein paar Pokebälle. Stimmt, machen wir. Irgendwann liege ich dann weinend beim Aufnehmen da und denke so, Bro. Ja gut. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Ne, wusstest du nicht, aber... Also Timmy, ist es nicht egal. Ne? Wir versuchen schon, die Pokémon zu fangen. So, und dann nehme ich noch 3 Tränke. Nein, du kannst keine Tränke kaufen. Ach, stimmt, ja. Oh. Timmy. Digga, ist Nuzlocke. Okay. Nur Pokebälle kaufen, nichts weiter. So. Ja, ist ja gut. Route 22. Route 22, ich laufe auch hin. Was ist der erste Encounter? Mal gucken, was ich... Ja. Wenn ich nichts kille, ne? Oh. Was ist der erste Encounter? Was hast du? Was hast du? Teddy Ursa. Also ich habe ein Panzer-Aero und wenn du das jetzt killst, ich trete sowas für den Arsch.
Okay. Mein Blubber hat gecrittet. Lassen wir das. Hast du gekillt? Ja. Okay, dann kann ich das Teddy Ursa ja auch killen. Boah, Alter, wir haben kein Glück, ne? Ah, Teddy Ursa hätte ich gefeiert. Ich mag Teddy Ursa. Ich hätte auch Panzerung gefeiert, glaub mir mal. So. Oh, ich höre gerade aus der Regie. Wir nähern uns langsam den 20 Minuten. Deswegen, ja, also hättet ja jetzt schon schöne Encounter hier haben können. Hätte Fahrradkette, habt ihr aber, aber nicht. Aber beim ersten hat es ziemlich versaut. Beim zweiten war halt der Hex Glück im Unglück. Oder Unglück im Glück, keine Ahnung. Ja, das wäre halt ein Teddy Ursa für Timmy gewesen, ein Panzer für mich. Aber ja, man kann nicht alles haben, finde ich. Und deswegen machen wir jetzt Schluss. Also ich schon. Machen wir jetzt Schluss für heute. Und wir sehen uns dann am Mittwoch auf meinem Kanal wieder. Mal gucken, was wir dann Richtung Vatanierwald kriegen für einen Counter. Und ich will auf jeden Fall den Kampf noch gegen den Rivalen machen. Ich will die EP mitnehmen, das ist wichtig. Also gehen wir jetzt nach den Counter und gucken als nächstes. Gucken in Vatanierwald, was da drin ist und trainieren vielleicht mal ein kleines bisschen. Und dann machen wir den Rivalenkampf bei mir. Und dann geht es weiter durch den Vatanierwald in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, Timmy, tüdelü, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. So, liebe Freunde, willkommen zur dritten Folge unseres Soul Link Nuzlocke. Hat bis jetzt nicht so gut funktioniert. Timmy ist natürlich auch wieder mit dabei. Und ich will jetzt gar nicht lange rumreden. Wir haben viel zu tun, diese Folge. Ich starte jetzt den Countdown. Und Timmy, wo geht's heute hin? Ich farme im Feld vor dem Rivalen und ich mach noch ein, zwei Level, dass ich noch eine Attacke kriege. Weil ich habe keinen Bock, wieder auf mich auf Absorber verlassen zu müssen. Am Porygon. Mach nicht so hoch. Ne, denk dran, im Vatanierwald sind nicht so hohe Pokémon. Und ja, gut, nächste Attacke kriegst du mit Level 13. Also vergiss es. Okay. Geh einfach weiter. Ah, dann hole ich mir jetzt im Vatanierwald meinen Encounter. Oder warte mal, wir haben da auch noch auf der Route vorm Vatanierwald. Ja. Ja. Das ist Route 2. Ja, dann würde ich mal sagen, holen wir uns einen Encounter, ne? Wenn du nicht wieder tötest oder ich ihn totcritte? Ja, wenn ich ihn totcritte. Aber das will ich erstmal sehen, ja? Ich habe den nur geschult gekrittet. Ich habe den eingestiefelt. Ich habe Hypnose bei Makomo und wollte Blubber nehmen, aber Blubber war halt zu stark. Blubber too strong für Panzer Aeron. Oh, jetzt ist der alt. Oh, jetzt will er mir beibringen, wie man Pokémon fängt. So, Route 2. Ach, hast du schon das Tutorial durchgezogen? Ja, natürlich. Ich habe ja nicht im Gras gestanden wie du und dachte, ich mache jetzt ein paar Pokémon-Kämpfe. Ich dachte mir so, wir machen jetzt Meter. So, schön. Er hat das von Leo gefangen. Oh, weißt du, was ich jetzt feiern würde? Was denn? Rayquaza. Nee, Alter, ganz bestimmt nicht. Rayquaza auf Ansage. Und bist du schon Route 2? Ja. Okay, dann rein ins Gras. Dum, dum, dum. Na, mal gucken, was kommt. Was kommt? Ein... Boah, das muss ich fangen. Wenn du das jetzt verkackst, ne? Ich schwör's dir, Ich verkacke dich. Was hast du? Togetic. Warum bist du so geil auf Togetic? Ich mag Togetic. Okay, ich habe eine Lampi. Oh, der hat Metronom. Giftschweif. Geht daneben. Aber der Absorber macht halt kaum Schaden und Togetic hat ja auch den Normaltypen. Also Erstauner nix.
Wertewechsel, okay. So. Wir haben das nächste Wasser-Pokémon. Juhu. Das weißt du noch nicht. Oh, ich habe gecrittet, aber es hat, ist nicht gestorben. Und Bitterkuss hat es. Metronom und Bitterkuss. Oder ich glaube, ich werfe mal einen Ball, solange das verwirrt ist. Na, ja, natürlich hat es sich befreit. Und Heuler, okay. Oh, Digga. Bleib doch in dem scheiß Ball drin. Ah, komm, ich hau nochmal einen Absorber drauf. Mach es nicht kaputt. Digga, das ist noch im grünen Bereich, ja. Okay. Ich wollte gerade nur die Verwirrung ein bisschen. Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Oh, Digga. Also, solange momentan kein Metronom kommt, bin ich eigentlich glücklich. Das kann nämlich auch böse enden. Mhm. Jetzt werfe ich nochmal einen Ball zwischendrin. Oh nein, Metronom. Bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Metallsound, okay. Attacke geht daneben. Das ist okay. Das, Timmy, ich würde schon gern das Pokémon behalten, ne? Digga, ich gebe mein Bestes! Ich hab's! Hast du's? Ich hab's! Oh mein Gott. Nur wie nenne ich Togetic? Das... Möchtest du dem Togetic einen Spitznamen geben? Ja. Hm, es wird ja... Zu einem Togekiss. Nein, Digga, wir haben Gen 3. Ach ja, stimmt. Deswegen frage ich dich, warum du so geil auf Togetic bist. Ups. Wie nenne ich es? Wie nenne ich das? Eierkopf. Geht das? Eierkopf? Ja. Geht, hoffentlich. Eierkopf. Mit Doppel-P? Ja, ohne F, ne? Ja. Eierkopf. Oh, Gott sei Dank, ey. Jetzt kann ich aber EP farmen. Cool, das nächste Pokémon wäre bei mir Lepomentas gewesen. Na, mal gucken, was bei mir das nächste wäre. Ein Stolos. Bei mir wäre es einfach ein Stolos gewesen. Ja, scheiße, ne? Ja. 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 So, mal gucken hier, was mein... Und es hat Überreste. Digga, das... Es hat einfach Überreste. Blubber und Donnerwelle. Na, perfekt, Mann. Status... Das wird ein Nuzlocke mit sehr viel Status. Digga, es hat Überreste. Dann hau doch, mein Leben. Hau doch einfach ab, Mann. Nein, ich erhole mir die Ich komme ja dagegen an. Das ist ja nicht das Thema. Aber es wäre einfach geil gewesen, den Encounter zu bekommen mit Überreste. Ja, gut, ne, man kann nicht alles haben im Leben, ne? Also. Hast du ja bitter gemerkt, ne? Ich bin halt schon verheiratet. Du Idiot. Pareli, kannst klatschen hier. Ich will noch Stolos klatschen. Das ist Boah, ein Crit und es ist fast tot. Geil.
Jetzt könnte ich super fangen. Aber nein. Aber nein. Aber nein. Und jetzt, weil der vorher Lebensschelle gespielt hat, jetzt ging der Absorber daneben, jetzt heilt er sich mit Überreste. Oh. Aber das muss gut EP. Und jetzt geht's wieder dem. Aber Stolos müsste echt gute EP geben. Glaub schon. Und Kopfnuss, Digga. Du bist schon so ein kleines Drecksvieh, ne? Oh, Attacke geht daneben. Ich sag dir, wenn du dein Scheißvieh verlierst, ne, weil du greedy bist gerade. Nee, ich hau jetzt ab. Digga, ich hab nur 6 KP. Aber warte, ich glaube, ich hau erstmal einen Trank drauf, weil ich hab keinen Bock jetzt irgendwie. Digga, wir haben keinen Trank. Nein, deswegen frage ich mich, warum du so greedy bist, wegen scheiß paar EP, Alter. Digga, ich bin entkommen, ist doch alles ja, gut. Ja, dein Glück, Alter. Spiel bitte safe. Danke. Ich möchte keine Überraschung erleben und geh deine Pokémon heilen. Ich liebe Überraschung. Nein, ich nicht. Ich nicht bei sowas. Wollen wir uns dann auch direkt den Encounter im Vertania-Wald? Natürlich gehen wir jetzt gleich in den Wald. In den Wald, ich mag den Wald. Ich hoffe nur gerade, dass ich jetzt gleich noch einen Lepomentas hier finde. Golbat. Golbat wäre cool gewesen, weil X-Bad können wir kriegen. Also ich lauf zum Wald, ne? Ja, ich mach noch das Golbat kaputt, dann laufe ich auch zum Wald. So, also ich stehe vor dem Tor, dann kann ich mal eben mir ja in Google Chroma die Effektivitäten aufmachen. Daran habe ich nämlich nicht gedacht. So. Siebte Generation interessiert mich nicht. Yeah, auf in den Vertania-Wald. Uhu. Warte mal, wir müssen aber ausgehend von der ersten Generation und nicht von der dritten wegen Remakes, ne? Doch, das ist dritte Generation. Das ist erste bis dritte Generation ist das noch aufgeteilt, physisch und speziell nach Typen. Okay, ab in den Wald. Dann lauf mal ins Gras und sag mal, was du hast. Ja, warte, ich gehe noch ein bisschen tiefer rein. Vielleicht kriege ich einen besseren Encounter. Ah, ich will hier. Da ist auch ein Item. Ich habe eine Riesenperle gefunden. Ich kriege Geld. So, und mein Encounter ist ein Lepomentas. Gönn dir. Oh, ich habe Schattenglas. Jetzt ein Absol wäre geil. Oh, Lepomentas hat Turbodreher. Okay. Warte mal, mit noch einem Erstauner könnte ich es killen, aber mit Absorber kann ich es auch killen. Digga, dann spiel es safe und fang es einfach. Ja, hab ich doch jetzt vor, Digga. Du lässt mich nicht zu Ende reden. Wenn du sagst, damit könnte ich es killen, hab ich einfach Angst, dass du schon gedrückt hast. Lässt mich nicht ausreden. Das finde ich nicht okay. Oh. Es kann Konfusion. Oh oh. Ja,
Digga, ich muss mal in mein Togetic rein. Weil sonst stirbt gleich mein Lepomentas, mein... Und Härtner, okay. Es ist gerade der Kampf um Lepomentas und bei mir um Osaring. Nice. Warte mal, ich gehe mal auf Metronom. Ja, muss ich ja ein bisschen schwächen, muss ich es noch. Teleport. Es hat sich raus teleportiert. Teleport, Digga. Ich spüre den Hass bis hierhin, ne? Dein Togetic war mit meinem Dingsbums gelinkt, ne? Mit meinem Lampi. Ja, ich glaube, du machst zwei Pokémon. Warte mal, ja, du hast ja nur außer dein Starter, außer Quapsel hatten wir nur eins. Ja, wir haben jetzt wieder bloß eins. Okay, cool. Und der Encounter von Vertaniaweit ist weg. Weil rausgeteleportet. Ja. Also du kannst erstmal wieder nach Vertania City gehen und deinen Togetic in die Box tun und freilassen. Ah nee, tust in die Box, nicht freilassen, bloß in die Box tun. Aber dürfen wir, das Item darf ich noch runternehmen vom Togetic, ne? Item darfst du runternehmen. Und Timmy, tu mir bitte den Gefallen, ne? Wenn die Option, ich habe einen Sonderbonbon vom Eierkopf bekommen. Wenn du die Option hast, Metronom zu spielen, ne? Drück's nicht. Drück's einfach nicht. Hat es dich gerade gefickt? Nee, aber das hat dich da raus teleportiert. Nein, mich nicht. Lepomentas hat Teleport eingesetzt. Ach so. Ja. Ja, also das Osaring hat mich gerade gefickt. Schön. Also hat Lampi gefickt. Lampi gefickt. Also das wird eine wilde Nuzlocke. Das wird eine richtig wilde Nuzlocke. So, wir sind durch den Vertaniawald und haben bis jetzt immer noch ein Pokémon. Ach, warte, ich könnte mal meinen Lotuze noch heilen. Aber immerhin, ich habe einen Sonderbonbon. Ich würde es ihm vielleicht auch gleich geben, damit es ein Level höher kommt. Ja, ich gucke mir jetzt erstmal den Balken an. Wenn ich jetzt nur eine minimale EP-Zahl brauche, dann mache ich eben einen... Gucken wir uns doch erstmal unser Lotuze allgemein an. Wesen Solo müsste ein neutrales Wesen, glaube ich, sein. Nächstes Level 131 P8. Nee, da gebe ich. Fuck my life, Alter. Du hast meinen Eierkopf gekillt. Ja, Gott sei Dank. Niemand braucht Metronom. Aber das hat auch Bitterkuss und Charme. Attacken, die auch niemand braucht. So, ich verkaufe mal meine Riesenperle, dann kann ich mir noch ein paar Pokébälle wieder kaufen. Nein, bitte lass mich fliehen, Gott sei Dank. Ich hätte dich jetzt so ausgelacht, ne? Also, weißt du, was gerade vor mir stand? Was denn? Oh, das wäre gerade der Encounter gewesen. Rayquaza. Fick dich ins Knie, den habe ich ja gesagt. Fick dich einfach. Oh cool, da steht ein Lotuzel vor mir. Level 5, das heißt, es kann auch nichts. Perfekt. Doch, es kann Erstauner und Heuler. Oh Gott, nee, doch, das tue ich mir jetzt nicht an. Oh. Was kann eigentlich Rayquaza auf Level 4? Warte mal, hätte es nämlich auch dumm ausgehen können, wenn ich greedy gewesen wäre und ich würde die EP mitnehmen. Okay, da kann er für 4 Windhose und Grimasse. Okay, das hätte noch gut ausgehen können. Ich stehe jetzt gerade gegen einen Kravums. Boah, Digga. Ein Elektro-Pokémon ist ein gebumst, ne? Ja.
Und bei dir ist es ein Kampf-Pokémon. Ach nee, du hast ja Lututze. Ja, doch, ein Elektro-Pokémon. Da kannst du nur zünden und rennen. Zünden und rennen. Oh. Also ich muss so safe spielen, ne? Ich muss immer aus Hypnose nehmen. Und dann... Ein Starmie. Angreifen. Ja, hätte aber nicht viel genutzt, das Land nichts mehr. Hättest du mit TMs hochpushen müssen. Ja, mir nur egal. Egal. Machst du noch wilde Pokémon oder machst du schon Kämpfe? Nee, ich mach grad wilde Pokémon. Dann warte mit den Kämpfen. Ich mach grad den ersten Kampf im Wald und wir haben gerade schon wieder 19 Minuten rum. Das heißt, wir machen gleich Schluss. Aber ich will den Kampf noch fertig machen vorher. Ja, mache ich in der Zeit noch ein wildes Pokémon. Ach Gott, Knocker, Gott sei Dank. Lugia! Hau ab bitte, renn einfach. Nicht kämpfen, ja. Einfach fliehen. Flucht unmöglich. Setzt Wirbelwind ein, ja, nehme ich. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und noch ein Stolos, aber das, da fliehe ich jetzt auch. Da habe ich nämlich auch keinen Bock drauf. So, während wir jetzt gerade die letzten Züge machen von unserem Match hier, melden wir uns schon mal ab. Ihr seht, wir kämpfen immer noch solo mit unseren Pokémon, weil unsere ersten Encounter tot sind leider. Wir jetzt hier nichts gefangen haben. Und es wird langsam kniffelig, ne? Also wir müssen langsam echt dazu kommen, irgendwas zu fangen. Ansonsten wird die erste Arena im schlimmsten Fall das Ende. Ja. Also ich würde sagen, wir bleiben jetzt im Wald stehen. Ich cheer jetzt auch hier. Ich habe gar mein Pokémon geheilt und laufe dann erst wieder zum Wald. Genau, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, hauen Sie rein und ciao. Willkommen zurück auf jetzt meinem Kanal. Nuzlocke, Soulink, Beamon verkackt alles. Ich mach's genau. Gut. Genau, halt einfach mal. hi, wir sind wieder hier, oder immer noch. Immer noch mit einem Pokémon. Also, entweder wird das eine sehr, sehr intensive Nuzlocke, oder wir werden richtig hart zeitig abkacken, denn Route 3 ist halt jetzt blockiert, ne? Route 2. Mhm. Also wir können jetzt auf Route 2 nichts mehr fangen. Bei Tanja weit auch nicht. Bei Tanja weit auch nicht. Wir haben alles schon abgeklappert. Wir hätten eine Chance gehabt auf 1, 2, 3, 4 Encounter. Haben einen gefangen und der ist uns flöten gegangen. Das heißt, in der ersten Arena ist es Essig mit neuen Pokémon. Mhm. Aber mach ich mal hier die Trainerkämpfe. Fangen wir an, ne? Ja, fangen wir die Trainerkämpfe an. Ja, wir können es halt natürlich bloß so hochleveln, dass wir klatschen. Die Trainer klatschen und hoffen, dass wir halt keine Pokémon haben, gegen die wir im Nachteil sind. Also irgendwas mit Stahl wäre halt nicht so cool. Irgendwas mit Pflanze wäre halt nicht so cool. Ne? Also wenn Rocco jetzt sich denkt, so, boah, Bro, ich fange jetzt an Pflanze-Pokémon zu trainieren und mache jetzt Pflanzenarena auf, Bisaflor, dann heißt's Sayonara. Ja. Dann können wir vielleicht noch was reißen, indem wir intelligent spielen und Sachen umspielen, aber das wird halt echt schwer, ne? Auf jeden Fall. So, ich hatte gerade schon meinen ersten Trainerkampf im Wald gegen einen Sichlo und gegen einen Knocker. Okay. Hm. Ich habe gerade auch einen Nepomant gekriegt, darum bin ich jetzt Level 12. Okay. Okay, ich muss rein gegen Altaria. Ja, ich will nämlich hier das Item oben holen. Noch? Ja. Oh nein. Mogelbaum, ja, okay. Ey, Digga. Sag mir nicht, dass es vorbei ist. Altaria hat mich besser du als ich. Altaria hat mich eingeschläfert und macht jetzt Erstauner. Das ist ja erstaunlich.
Oh, komm, Digga, wach auf, bitte. Und steh auf was ein. Ah, ich hab ne Kraftwurzel gefunden. Ja, das nützt dir halt noch was, ne? Mit Absorber. Nee, eine Kraftwurzel ist hier wie Hypertrank. Ach so. So, mach ich mal den ersten Trainer. Oh shit, wir haben verloren. Dein Ernst? Der hat nicht nur einen Altar, der hat auch einen Meganie. Aber du hast noch nicht verloren, ja? Nein, ich habe noch 21 KP, aber er hat Meganie vor mir stehen, ne? Und ich habe Blubber. Hm. Klingt nach Spaß. Mal gucken, was mein Dude hat. Aber ich muss gegen Landtoren. Gott, ein toller. Ah, du hast doch Hypnose. Ja, und Blubber. Komm schon, ey, lass es mich einfach schaffen, bitte. Cora lernt Naturkraft. Und was ist als nächstes? Pipi. Okay. Boah, Alter, wer hat doch Holder. Senk ruhig meinen Angriff, Digga, das ist mir egal. Oh nein, 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 Tackle. Oh, ich muss 2 KP genommen. Boah, Alter. Es ist noch zu früh für sowas. Komm. Diese richtigen Struggle-Kämpfe erst gegen Ende, aber nicht schon zum Anfang. Timmy, wenn wir den nächsten Encounter finden, ne? Ja. Überleg dir bitte, ob du mit einer Attacke da drauf gehst oder gleich einen Pokéball schmeißt. Ja. Ne? Denk dran, wir brauchen jetzt Pokémon. Boah, Eikafse könnte bitte jetzt als nächstes Duplex hier bleiben nach dem Kampf oder nach dem Meganie-Totus. Ist aufgewacht. Reflektor. Oh, Gott sei Dank. Oh, was hast du? Hey, ein Pokémon-Trainer schießt sich nicht einfach so davon. Mach nein! Gucken, was du hast. Oh, fuck my life. Also, er nimmt... Okay, es war's. Timmy? Mhm. Bist du tot? Wir haben verloren, ne? Nein, nein, nein. Du hast verloren. Ich häng nur hinten dran. Du Knecht, Alter. Ich hab hier einen scheiß Meganie vor mir stehen, ne? Hätte ich noch ein paar Pokémon fangen können, Mr. Timmy, ne? Hättest du dein Lampi nicht verloren und hättest du dann, ne? Das wäre dann schon, weißt du? Wenn sich das Dingens rausportet, okay. Ja, da kann ich nichts für, wenn es Teleport Digga, kann. Das ist Meganie. Hätte ich Lampi nicht verloren, hätte es mich jetzt genauso kalt gemacht. Es ist ein Lampi, es ist ein Wasser-Pokémon. Ja, dann gehen wir direkt in Generation 2, wa? Aber bist jetzt schon fertig, ja? Ich bin nämlich gerade noch im Kampf. Ja, ich habe verloren halt, ne? Kein kampffähiges Pokémon mehr. Ja, aber ich bin auch vergiftet und habe kein Gegengift.
Weil ich einen Ariados jetzt gegen mich hatte. So, Timmy, da würde ich sagen... War ein kurzes Vergnügen, wa? Starten wir die Nuzlocke 9, ne? Okay. Also kann ich ausmachen, ja? Ich würde sagen, weil speichern nützt ja jetzt nichts. Können eigentlich ausmachen, ohne zu speichern und dann einfach neu starten. Da haben wir die gleichen Encounter wieder, ne? Ist egal. So, ich cutte das jetzt, was ihr jetzt gerade seht, cutte schön zusammen. Grüße gehen raus. Und das war der erste Versuch. Und wir machen jetzt das gleiche nochmal. Und ihr werdet das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, diese Stunde ungefähr, schön zusammengeschnitten sehen. Und jetzt spielen wir richtig. Also, jetzt geben wir uns Mühe beim nächsten Mal. Kann es vielleicht sein, dass wir andere Stopp-Pokémon nehmen? Ich hoffe es, Timmy. Um uns das Leben nicht ganz so schwer zu machen. Aber, ja, das war der Fehlversuch. Und jetzt starten wir halt nochmal mit Folge 1. Timmy sagt tschüss. Ja. Ciao, tschüss.